Toni Gurku. Und folgt Tonis Channel. Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, normalerweise war eigentlich geplant, dass ich mein neues Dragon Ball AMV raushaue. Nur leider ist mir was dazwischen gekommen in den letzten paar Wochen. Private Gründe, dies, das und jenes. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich mein Dragon Ball AMV erst nächstes Jahr raushaue, also zu Anfang des Jahres. Gut Ding muss Weile haben, man kennt es und ist auch absolut nicht schlimm. Und ich werde auch jetzt nichts immer wieder was vorplanen, voransagen. Das kommt meist nicht so gut raus am Ende, weil wenn man das am Ende nicht packt oder schafft, wegen private Gründe, dann ist es halt so. Aber man kann es ja verstehen. Und ja, jetzt kam gestern zufälligerweise die neue Super Dragon Ball Heroes Folge raus. Und jetzt, ganz klar, ich habe es euch angeguckt, wir werden darauf reagieren. Ganz klar, wie ich es auch vor einigen Wochen auch angekündigt hatte. Sobald die neue Folge rauskommt, also erscheint, dann reagiere ich drauf, sag meine Meinung. Und klar, dann freut man sich ja auch, die Meinung auch zu sehen. Und ja, wir fackeln nicht lange, wir switchen direkt rüber. Let's go! So, da sind wir wieder. Und jetzt geht's direkt los. Hier ist die neueste Folge jetzt aufgemacht worden von mir. Die neue Super Dragon Ball Heroes Folge 40. Und somit die letzte Folge in diesem Jahr erstmal. Und ja, wir reagieren da drauf live. Das Video ist von Interesting Things, wie ihr gerade seht. Und ja, Props gehen raus an dich. Steht auch alles unten in der Videobeschreibung. Sein Link und so weiter zu seinem Kanal. Und ja, das Video geht knapp 9 Minuten. Ich würde mal vorschlagen, wir machen das so, wie sonst auch. Wir werden 2 bis 3 Pausen machen. Und dann reagiere ich drauf, ne, wie ich die 10 so mir gefallen und gefällt. Und ja, wir hauen rein. Los geht's. Ich bin gespannt. Let's go. Hauen wir rein. Ein letztes Mal mit voller Kraft. Kampf um die Zukunft. Die Entscheidung. Ja, da haben wir aufgehört. Super Saiyan Blue Son Goku und Super Saiyan 4 Son Goku gegen Hu Junior. Sind auf jeden Fall jetzt erstmal overpowered. Das ist sehr gut. Coole Pose. Oh. Okay. Die greifen direkt an. Doppeltes Kamehameha. Wow! Okay. Was macht der jetzt? Ein Schutzschild? Mehrere Schutzschilder? Boom! Okay. Stark. Der Angriff geht durch. Der geht durch. Boom! Okay. Stark. Aber ich denke mal, das war noch nicht das Ende. Bin mal gespannt. Okay. Ist nicht wichtig, ob es böse Energie ist. Ich will nur wissen, wie dieses Universum erschaffen wurde. Ich möchte das Universum neu für die Götter erschaffen. Wie mein Universum wohl heranwachsen wird. Ja, gut, das Universum zu zerstören. Oh, wird gefährlich. Oh oh. Was? Eine Art Genki-Dama? Er sammelt gerade Energie aus irgendwelchen Universen. Oh oh. Sieht böse aus. Er absorbiert die gesamte Kraft des Universums. Oh wow 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 wow.
Ja, so hatten wir letztes Mal aufgehört gehabt. Da war ja Son Goku Blue mit Super Saiyan 4 Son Goku, hatten ja die Transformation gehabt und haben sich dann aufgepusht am Ende und dann war ja finito und dann war ja Cut und dann hat's ja jetzt weitergemacht, ne? Fu gegen die beiden und jetzt haben wir ja gesehen, die haben zusammen angegriffen, ne? Ein doppeltes Kamehameha gegen Mini Fu oder Fu Junior. Die Attacken gingen durch, weil der Fu irgendwie so Art Schutzmauern oder Schutzschilder da irgendwie gemacht hat. Die gingen durch, alles cool. Aber jetzt ist der Angriff da durchgekommen oder durchgegangen. Aber jetzt will Fu mit irgend so welchen Energien oder so von anderen Universen, schwarze Energie, seine Kräfte aufpushen, damit die dann den Zugokus da irgendwie angreifen. Und ja, mal sehen, was passiert. Also ich bin mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Also es sieht nicht gerade gut aus für die beiden Gokus. Aber ja, wir fangen einfach weiter an. Wir switchen weiter rüber. Let's go. Oh, der Strahl geht durch. Goku 4 blockiert ihn. Nächstes Mal werde ich dich treffen. Oh oh. Was denn das? Oh. Son Goku Blue hat seinen Schwanz. Der drückt den fest. Zieht ihn raus. Okay. Was denn das? Der saugt die Energie rein. Okay, du hast mich angegriffen, aber du hättest dir vorher Gedanken machen sollen. Dein Körper kann meine Kraft nicht widerstehen. Was denn das? Was macht der? Wow! Genki-Dama? Ich muss das auch können. Cool. Was? Okay. In diesem Zustand? Macht er den Genki-Dama? Es wird zu reiner Energie. Wie geht das denn? Hä? Hat er die Kraft kontrolliert? Sieht so aus. Wow. Okay. Oh. Er wird stärker. Wow. Bam. Cool. Puh, ich kann dir nicht erlauben zu tun, was du willst. Da hat er recht. Komm hier nicht in die Quere. Wow. Noch ein Kamehameha hinterher. Was macht denn der? Eine riesen Kaikugel. Oh Gott. Ich hoffe, der wird sitzen. Na komm. Komm schon. Oho. Komm, gib alles, Alter. Wow. Gib noch mal Gas. Son Goku gibt Gas. Komm schon. Es kann nicht wahr sein, dass es immer noch so viele Möglichkeiten in diesem Universum gibt. Okay. Er hat ihn anscheinend getroffen. Hat's gereicht? Es ist vorbei. Hat sich. Okay. Alter Schwede, das war ja richtig krass gewesen. Also, man hat jetzt gerade eben gesehen, dass Junior Fu ja seine Energie gesammelt hat. Diese dunkle Energie aus der Erde oder aus diesem Baum. Aus verschiedenen Universen hat er jetzt Energie gesammelt, um Son Goku anzugreifen. Aber Son Goku ist hingegangen und hat seine Hände hochgehoben. Dann wusste ich direkt so: Oh, wird das eine Genki-Dama? Aber es ist echt passiert. Nur ich habe mich gewundert, weil Super Saiyan God Blue kann normal keine Genki-Dama einsetzen. Man muss normal die Ruhe in Person sein, um die Genki-Dama zu aktivieren oder so, um sie auszuführen. Hat es aber gemacht. Und ich weiß noch genau, bei dem
Oh, wie hieß nochmal der Film? Das war der Film mit den zwei Cyborgs. Da hat ja Son Goku auch die damals benutzt. Mit C13 und C14, glaube ich. Da war er ja auch als Super Saiyajin, hat er auch die Genki-Dama damals eingesetzt, obwohl es eigentlich ja keinen Sinn gemacht hat normalerweise. Da hat es aber auch jetzt gemacht, zum zweiten Mal, das gab es so vorher noch nie. Und er hat daraus die Genki-Dama jetzt gesammelt und hat dann irgendwie die Energie eingesogen von Fu. Und daraus hat er noch eine Kamehameha abgefeuert. Und ja, jetzt ist Son Goku erschöpft, wie man sieht. Son Goku 4 ist bei ihm jetzt gerade. Er meint, es ist vorbei. Aber ob es wirklich vorbei ist, das ist jetzt hier die Frage. Wir switchen ein letztes Mal rüber und dann bin ich mal gespannt, was euch passiert. Let's go. Oh, da kommen sie alle wieder. Okay. Was soll Broly? Okay, bist du alleine? Sieht so aus, als wäre es vorbei. Okay. Ah, die wollen alles wieder herstellen. Okay. Ja, nice. Das war's wohl. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, da kommt noch ein kleiner Abspann jetzt noch. Weil die Staffel ist hiermit zu Ende. Ah, da kommt was. Ja. Oh. Der sieht aus wie Black Goku. Kannst du meinen Sohn retten? Meinen Sohn retten? Okay. Da ist mal Zeit gekommen. Das sind mehrere. Alter, was ist denn das? Oho. Es scheint, als ob da etwas vor sich geht. Es wird bestimmt wieder etwas passieren. Nächstes Mal bei Super Dragon Ball Heroes. Der begonnene Plan. Versammlung der stärksten Kämpfer. Verpasst es nicht. Und ihr auch nicht. Das war's. So, meine Friends, das war's mit dem Reaction-Video zu Super Dragon Ball Heroes Folge 40. Ich bedanke mich fürs Zusehen, also recht herzlich, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr gerne eure Meinung dazu schreibt, unten in den Kommentaren, und lasst mich ein Däumchen nach oben da und auf jeden Fall ein Abo, ein Abonnement von euch, wäre auf jeden Fall mega nett. Das ist hiermit mein letztes Video für dieses Jahr und ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die letzten Monate. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr cool und ich bin auf jeden Fall sehr nice aufgenommen worden von euch, da ich ja anfangs mit den Reactions ja angefangen habe, mit den Reviews und so weiter. Und ich werde definitiv weiterhin am Ball bleiben und ab nächstes Jahr, habt ihr mein Wort, werde ich mein neues Dragon Ball irgendwie raushauen. Gut Ding muss Weile haben, kennt man ja den Spruch. Und ja, wie ihr seht, ich habe die letzten Monate kaum AMVs erstellt oder editiert. Halt zwei, drei Maps habe ich noch hochgeladen. Ein AMV so von mir, aber mehr Richtung Reactions und Reviews und so, weil es mir wirklich unheimlich viel Spaß macht und ich habe ja auch meinen Kanal sehr krass damit erweitert und es ist ja auch super. Es kam gut an bei euch und damit werde ich auch weiterhin mein Bestes geben und um euch zu unterhalten natürlich. Ich bedanke mich nochmal mega, mega, mega danke für den riesen Support. Also, Kuss geht raus an alle meine Abonnenten, an alle meine Freunde, meine Bekannten. Und ich wünsche euch definitiv eine schöne Weihnachtszeit, schöne Feiertage. Und habt auf jeden Fall Spaß und genießt die Zeit. Und ja, definitiv auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Definitiv ist es mein letztes Video, leider. Aber wir sehen uns mit sehr viel Motivation, sehr viel Stärke und sehr viel Unterhaltung und Spaß wieder. Und ja, euch allen noch einen schönen Abend noch, schöne Nacht, schöne Woche und wann ihr auch immer das Video anguckt. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, meine Freunde. Bis dann, euer Tony Goku. Ciao.